Am 29. September, am Sankt Michaelistag, da war es einfach ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Menschen auf der Alpe nicht mehr zu sein haben. Nämlich dann lebt der Alpfuchs, die Alpmutter, das Nachtvolk und das Wurtersheer auf der Alpe. Und das wussten sie auch auf dieser Stieralpe. Da zählten sie das Vieh ab. Oi. Der Oberhirt verzweifelt. Der Stier fehlt. Ohne den Stier gehe ich nicht ins Tal, dann bekomme ich kein Alpgeld. Das kann ich mir nicht leisten, das mache ich nicht. Aber Oberhirt, weißt doch, ist doch viel zu gefährlich. Das kannst du nicht machen. Ah, pappalapapp. Da gingen die einen mit Sack und Pack mit dem Vieh hinunter und der andere ging hinauf Richtung Berg. Ganz oben auf dem Felsen, da stand der Stier. Hey du, deine Weiber sind schon längst unten im Tal, was machst du noch hier? Gott sei Dank hatte dieser Stier einen Ring durch die Nase gesteckt, denn es war ein Schieben. Ein Stoßen, ein Rütteln, ein Rollen, bis der Stier unten bei der Alpe war. Stockdunkel. Jetzt kann ich auch nicht mehr hinunter ins Tal, es ist viel zu gefährlich. Ich bleib hier. Nachtvolk. Da band er den Stier im Stall an, legte sich auf die... Nein. Zuerst, da ging er zum Herrgottswinkel und nahm noch einen Enzian heraus. Ob er den wohl für die Angst oder für den Hunger? Ich weiß es nicht. Er legte sich auf die Ofenbank und schlief ein. Schlag Mitternacht. Öffnete sich die Alptür und seine Augen öffneten sich. Denn herein kam das Nachtvolk, das Wurtersheer. Die sahen aus wie Spinnen. Und die einen Kopf auf hatten, zwei Augen, die waren nicht da, die Nase auch nicht. Und das Mund, das Maul, die den Kopf auf hatten, die zwei Augen, zwei riesengroße Löcher und die Nase, die war nicht da. Und der Mund, ein Schlund. Und da war er sich sicher. Wie er dann noch sah, dass die einen den Kopf unterm Arm trugen, das ist das Nachtvolk und er verkroch sich unter der Ofenbank. Und was brachten sie herein? Den Stier. Stellten einen Dreizack auf, hängten einen Topf dran und bald darauf begann die Suppe zu kochen und der Stier wurde... Der Stier wurde geschlachtet. Das Blut... Noch einmal, das Blut spritzte ihm bis auf die Wangen. Und dann kamen schwarze Katzen hereingetrollt, hatten an den Schwänzen Fässer gebunden mit Wein. Ja. Und dann begann ein Fest. Es wurde gesungen, getanzt, gegessen und getrunken. Yeah. Und mitten in diesem Fest, da fiel ihm so ein Stück Stierfleisch vor die Nase. Und er aß es. Und meinte, die können aber gut kochen. Und wie sie dann aus den Hirschkufen den Wein tranken, da hätte er am liebsten gesagt, für mich auch. Aber lieber nicht. Und wie dann die Sonne zwischen dem Bergspitzen hervorkam, die Stube erhellte, da packten die wieder zusammen. Ja. Und wie er sich alleine fühlte, da kroch er heraus und wahrlich, er stinkt nach faulen Eiern. Es war wirklich das Wurtersheer. Der Stier, der rannte hinaus in den Stall. Ah, da steht er. Er kraulte inzwischen den Hörnern, streichelte ihm über den Rest hinab den Schwanz. Beim letzten Fuß, beim letzten Chucky.
Ein Loch, und zwar genauso groß wie er. Jetzt kann ich's Alpgeld vergessen. Er schloss die Alphütte, schloss den Stall ab und ging mit dem Stier hinab ins Tal. Und wie er ins Dorf kam, da kam ihm der Bauer entgegen. Gut, gut sieht der Stier aus, gut im Fleisch. Ich lobe dich, das freut mich. Komm mal rein in die Stube, trink einen Schnaps, trink einen Enzian. Nein, 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 wart ab, lass uns zuerst den Stier anbinden. Komm mit mir in den Stall und lass dir die Geschichte erzählen. Und da erzählt er, was er die Nacht erlebt hatte. Ha, das ist eine gute Geschichte, die gefällt mir. Mit der Geschichte, mit dieser Geschichte verkaufe ich den Stier noch besser. Und so war es. Und auf dem Katharinermarkt, da erhielt der Oberhirt ein sattes Alpgeld.